Einer der Bewerber für den Deggendorfer Landkreissong, für den neuen Deggendorfer Landkreissong, ist die Klasse 9a des St. Gotthard-Gymnasiums aus Niederaltaich. Und drei der Protagonisten haben wir heute bei uns zu Gast. Stellt euch mal ganz kurz vor. Hallo, ich bin die Marlene und ich bin aus der Klasse 9a und freue mich, dass wir mit unserem Song so weit gekommen sind. Hallo, ich bin die Magdalena Breu, ich bin auch 15 und ich freue mich, dass wir mir die Chance haben, jetzt an diesem Wettbewerb teilzunehmen. Und ich bin der Bernhard Falk, Musiklehrer am St. Gotthard-Gymnasium. St. Gotthard-Gymnasium ist ein musisches Gymnasium, da schlummert eine ganze Menge kreatives Potenzial. Und das haben wir mit diesem Landkreis-Song versucht auszuschöpfen. Und wie sich dieser Song anhört mit dem Titel Seg ihr das Deggendorfer Land, das hören wir uns jetzt an.
Also so hört er sich an, der Wettbewerbsbeitrag des St. Gotthard-Gymnasiums Niederaltaich. Bernhard Falk ist der Musiklehrer. Herr Falk, wie kam es denn eigentlich dazu, dass ihr diesen Song da kreiert habt? Auf der Homepage des Landkreises wurden Musiker eingeladen, sich an dem Wettbewerb zu beteiligen. Und wie ich vorher schon gesagt habe, kreatives Potenzial am musischen Gymnasium, haben wir gesagt, das ist das Richtige für uns, da beteiligen wir uns. Und letztlich war es dann ein Klassenprojekt. Also es hat jetzt nicht der Chor des St. Gotthard-Gymnasiums gemacht, sondern hat die Klasse 9a hat ihn geschrieben und natürlich auch die Musik dazu gemacht und Sie haben geholfen. Die Klasse 9a ist eine sehr fähige Klasse. Es sind gute Sänger, gute Instrumentalisten drin. Und da haben wir gedacht, mit der Klasse kann man dieses Projekt ganz gut umsetzen und verwirklichen. Und tatsächlich, die Grundidee, die Struktur, der Aufbau, der Stil, das stammt vom Entwurf her alles aus der Klasse. Wunderbar. Und getextet habt ihr auch. Was war denn so euer erster Gedanke, wenn ich jetzt mal die Marlene frage, als da der Lehrer dahergekommen ist und gesagt hat, wir machen jetzt einen Landkreissong? Es war erstmal kurze Verwirrung, weil niemand so richtig wusste, was ist damit gemeint. Aber als das Thema richtig angesprochen wurde und wir Ideen gesammelt haben, kam schon Begeisterung dafür auf, glaube ich. Und Magdalena ist die Sängerin. War das relativ schnell klar, dass du den singen wirst? Also wir haben uns halt dann überlegt, so Textvorschläge. Und dann war halt die Frage, wer die Strophen singt. Und dann wurde ich vorgeschlagen und mei, ja genau, dann habe ich es gemacht. Wunderbar. Und ihr habt auch schon zwei Auftritte gehabt, glaube ich, beim Jubiläum 10 Jahre Regionalmanagement und auch mal bei einer Schulaufführung. Wie kam der Song an? Eigentlich immer gut, sehr gut. Ja, genau. Wir haben ihn einmal bei der Begrüßung von unserem Wandelkonzert gesungen und es ist sehr gut angekommen, also auf jeden Fall. Ich habe gehört, sogar ministeriale Ehren hat er schon gehabt. Der Herr Söder war da mit dabei, gell? Ja, bei dem 10 Jahre Regionalmanagement. Er hat einen positiven Eindruck davon gehabt, ja. Und ich finde, man sieht auch, vor allem auch in dem Video, ihr habt Spaß dabei gehabt und das ist das Allerwichtigste. Letzte Frage, wie schaut's aus, Herr Falk? Wie rechnet ihr eure Chancen aus? Also wir hoffen natürlich auf einen fairen Wettbewerb und wünschen auch unseren Konkurrenten, dass sie wirklich ganz gut dabei sind. Aber wir hoffen natürlich für uns, dass wir uns gut positionieren können. Das ist klar. Ich wünsche euch viel Glück, werde ich natürlich allen Teilnehmern wünschen, aber euch natürlich auch. Und ganz wichtig für Sie natürlich, jetzt abstimmen und dann schauen wir mal, wer der neue Landkreissong wird.